Die Lektion 179. Es gibt nur ein Leben und das teile ich mit Gott. Und wann wirst du dieses Leben erfahren, das du mit Gott teilst? In der Zukunft? Wenn du die Dinge erledigt hast, die zu erledigen sind, wenn deine Beziehungen besser funktionieren, wenn dein Job ein besserer ist, wenn du endlich die Wohnung hast, nach der du suchst, wenn du deine Berufung gefunden hast oder endlich künstlerisch oder kreativ aktiv bist, wenn die Welt so funktioniert, wie du sie willst, oder wenn du endlich gesund bist von einer langen Krankheit. Oder. Wann ist es? Wann erfährst du dieses, dass es nur ein Leben gibt, das du mit Gott teilst? Natürlich immer nur in der Gegenwart. In diesem einen Moment, in diesem einen Moment, der immer existiert und noch nie weg war. Und du kannst nur diesen einen Moment erfahren und erleben. Doch das Ego sagt dir, dass die Gegenwart, die ist nicht gut. Da ist zumindest ein kleiner Fehler oder vielleicht findest du 10 größere Fehler an dir oder an der Welt. Wir müssen in die Zukunft gehen und eine bessere Gegenwart herstellen und dann sind wir glücklich. Und dann stimmen wir dem zu und machen Zeit und machen somit das Ego wirklich. Wir machen die Sorgen und die Ängste um eine bessere und sichere Zukunft wirklich. Und hat es für dich schon mal funktioniert? Also hat es wirklich mal irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt wirklich funktioniert? Hast du schon mal jenseits, hast du schon mal in der Form wirklich das gefunden, was du wolltest? Möchtest du heute verstehen, dass nur das Formlose dich glücklich machen kann? Dass du nur im Formlosen zu Hause bist? Und die Form, das heißt die Zeit, dir noch nie etwas geben konnte? Wer das verstehen will, der kann darin gelehrt werden. Wer verstehen will, dass die Zukunft noch nie existiert hat, auch eine glückliche Zukunft hat noch nie existiert, oder eine Zukunft, die du dir dann so kreieren kannst, wie du es willst, hat noch nie funktioniert. Und es spielt keine Rolle, wie eloquent dir das beigebracht wird, mit welchen seltsamen Theorien dir beigebracht wird, dass du dir eine Zukunft erschaffen kannst, in der du glücklich bist, oder dass du eine Zukunft empfangen kannst, die schon existiert, und du sie nur noch erkennen musst. Nichts dergleichen funktioniert. Und nichts dergleichen macht dich auch nur in irgendeiner Form sicherer, bringt dich mehr in das Vertrauen oder bringt dich in die Einheit zu Gott. Das ist lächerlich, wenn du glaubst, dass die Zukunft dir noch irgendetwas
geben kann. Die Gegenwart Gottes, nach der du suchst, das musst du wissen, das ist das Einzige, wonach du suchst, ist nur in diesem gegenwärtigen Moment erfahrbar. Und es ist öde und hoffnungslos, wenn du weiterhin auf die Art und Weise auf das Leben schaust, wie du es bisher getan hast. Und es ist erschreckend, wenn du auf die Stimme des Ego hörst. Es will nicht, dass du glücklich bist, weil es nicht weiß, was Glück bedeutet. Und es will nicht, dass du bemerkst, dass die Einflüsterungen des Egos dir gar nichts und überhaupt noch nie irgendetwas bieten konnte, außer das Leid, den Schmerz und das Sterben. Aber während diesem ganzen Prozess, den du Leben nennst, obwohl es nur ein Traum ist, während diesem ganzen Prozess gibt es dir immer wieder ein paar Häppchen, die dich bei der Stange halten, die dir wieder Hoffnung geben, die dir wieder die Idee geben, ah ja, ich hab's ja doch gut drauf. Ich kann ja doch eine Entscheidung treffen für ein besseres Leben. Ich kann ja doch eine Wahl treffen. Ich kann ja doch meinen freien Willen einsetzen und durch eine kluge Wahl, die ich ja dann hoffentlich mal irgendwann treffe, werde ich dann glücklicher sein. Und wie ich es schon oft erwähnt habe, der freie Wille, den du hast, der ist die Entscheidung, wie du deinen Traum erfahren willst, wie du dich selbst erfahren willst. Und hierbei ist es nicht wichtig, was du erfährst in der Gegenwart, sondern wie du es empfängst, wie du es erfährst, in welchem Geiste du es erfährst. Und das ist alles. Und das ist dein freier Wille. Und wenn du in Gott, in der Gegenwart Gottes bist, brauchst du überhaupt nichts mehr. Du brauchst nichts mehr, das, was dir die Welt zu geben hat. Denn die Welt hat dir noch nie etwas zu bieten gehabt. Wenn du in die Gegenwart Gottes eingehst, kann dir die Welt nichts mehr bieten. Und dennoch hast du alles, was du jemals brauchst. Du dürstest nicht nach mehr Formen. Du dürstest nur noch eins, in dieser Gegenwart Gottes zu verweilen. Du brauchst nicht noch irgendwelche Dinge, die wieder vergehen in der Zeit, sondern du wirst genährt vom ewigen Frieden und ewigem Glück und sprudelnder, ewiger, kreativen Freude. Was brauchst du noch mehr? Du wirst dich nicht mehr am Formlosen festhalten müssen, weil es erbärmlich ist, hoffnungslos und erschreckend. Lass diese fanatische Denkweise los. Gebe dem Diktator in dir keine Möglichkeit mehr, dich zu demütigen. Kündige dem Diktator auf und sage ihm, dass sein Job nicht mehr benötigt wird, dass du nur noch die Stimme des ewigen Gottes erfahren willst, dass du nur noch diesen einen Moment erleben willst und dass du dich nicht mehr von der Zeit, die nicht existiert, in den Irrgarten geführt wirst. Frage doch mal den Heiligen Geist in dir,
ob das, was gerade gesagt wurde, wahr ist. Und du bekommst eine Antwort. Wie fühlt sich diese Antwort an? Diese Antwort muss keine Stimme sein, die dir sagt ja oder nein. Es ist ein Gefühl, das du empfängst. Und du kannst den Heiligen Geist, die Stimme Gottes, in allem fragen. Ist das wahr? Oder ist es eine Lüge? Und die Wahrheit ist immer, wenn dich die Wahrheit erreicht, bist du immer friedlich, in Dankbarkeit erfüllt und in Schönheit umgeben. Und die Zeit wird schwinden und die Idee einer schöneren Zukunft brauchst du nicht mehr, weil deine Vergangenheit in der Gegenwart Gottes geheilt wird bzw. sich auflöst. Vielleicht magst du kurz die Augen schließen oder innerlich still werden und diesen einen Augenblick nehmen und dir als die gesamte Zeit vorstellen, die es gibt. Du stellst dir diesen Moment als alles vor, was es überhaupt gibt. Und hier kann dich nichts aus der Vergangenheit erreichen. Hier bist du vollständig und frei. Du fühlst dich ganz und erfährst einen heiligen Augenblick. Und du bist nicht mehr den Veränderungen der Zeit unterworfen. Nimm genau diesen Moment, jetzt, und stelle ihn dir als die ganze Zeit vor, als alles, was es gibt. Und jetzt bekommst du ein besseres Gefühl dafür, was es bedeutet. Es gibt ein Leben und das teile ich mit Gott. Es gibt nur dieses eine Leben, es gibt nur diesen einen Moment, den ich immer erfahren werde. Übe dich oft darin, indem du dir jetzt vorstellst und beginnst zu fühlen, dass dies der einzigste Moment gibt, ist, den es gibt und die einzigste Zeit, die jemals existiert. Und dann erlaube dir den folgenden Satz: Deine Gnade ist mir gegeben. Ich erhebe jetzt Anspruch auf sie. Und vielleicht bemerkst du hierbei, wie sich dein Geist öffnet, wie ein Füllhorn, das Füllhorn ewigen Lichtes und Schönheit sich über dich ergießt. Deine Gnade ist mir gegeben. Ich erhebe jetzt Anspruch auf sie. In diesem einen Moment
in dem alles existiert, in diesem einen Leben, das ich mit Gott teile.